Hey Leute, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Night of the Rabbit. Und ich gehe davon aus, dass hier, wie gesagt, wird das letzte Portal sein. Und es wurde ja immer gesagt, es pfeift hier irgendwie so ein Wind durch. Sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Ich gehe davon aus, dass wir das hier irgendwie anwenden müssen dort. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Ich denke mal, dass der Wind dadurch pfeift und dass der Ton sein wird. Er fängt an, in der Hand zu vibrieren und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Verrückt! Nur ein hohler Baumstumpf, nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Können wir das vielleicht damit aufnehmen? Das habe ich schon gemacht. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Warum hast du mir das jetzt wieder rausgenommen? Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Versuch's nochmal. Das habe ich schon gemacht. Ach ja. Er fängt an, in der Hand zu vibrieren und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Hier ist jetzt übrigens auch überall Müll, sehe ich gerade, und es ist auch alles leicht verwuchert und unordentlich. Als ob die Zwerge ja wirklich schon eine Weile nichts getan haben. Ich bin mir gerade nicht so schlüssig, was ich jetzt damit tun muss. Ich guck tatsächlich mal in das Tagebuch. Der ist der Schlüssel zum ersten Portal. Also den Schlüssel scheinen wir schon zu haben. Ich denke mal, das reicht schon. Jetzt wieder zu. Okay. Welcher ist der erste Portalbaum? Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Er ist auch wieder da, aber völlig Panne. War so ein bisschen Lonely Party. Die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag! Hier, nimm! Okay, das noch war jetzt so eine Karte. Das war jetzt Zufall, aber eigentlich gar nicht das, was ich vorhatte. Ich dürfte jetzt reinkommen. Verschlossen. Also das mit dem Schlüssel wahrscheinlich doch gemerkt. Ich gehe mal davon aus, dass der erste Baum der Portalbaum ist, durch den wir hierher gekommen sind. Mal schauen.
Moment mal, ich habe eine Idee. Kann ich die damit irgendwie kombinieren? Es ging ja auch immer um den Ton. Oh, die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Okay. Das nehme ich besser mit. Ein Bernsteinhammer und? Was war das andere? Was für eine seltsame Statue. Also das... Der muss bestimmt irgendwo eingesetzt werden. Okay, also ich weiß zumindest jetzt, was ich für eine Aufgabe habe. Ich muss die Portalbäume abklappern und die Gegenstände dazu einsammeln. Das ist ja jetzt nicht das Drama. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Allerdings ist mir ein bisschen schleierhaft, was danach zu passieren hat. Wo ich denn die Bernständinger einsetze. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Doch. Ich hab ne Idee. Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Ich sag's euch bloß noch nicht. Das nehme ich besser mit. Jetzt muss ich bloß mal überlegen. Einer war noch im Sumpf. Ein Portalbaum und der andere war oben, wo die Motten waren. Das ist hier hinten. Da muss ich sowieso hin. Das passt ganz gut. Halt kurz und räumlich. Ich brauche die Brücke. Jawohl. Klingt nach einem Plan, was wir da vorhaben. Wir holen uns die 4 Steine. Wo ich die einsetzen möchte, weiß ich auch schon. Eine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Ach, sehr schön, sehr schön. Und die letzte kriegen wir hier oben. Direkt auswählen. 2 Hände, ein Herz. Und was wird da drin sein? Der Geist des Hirn. Oh, oh. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh. Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Haben wir doch alles. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt den richtigen Weg gehe. Ja, da wollte ich auch hin. Und zwar, das ist der Stein mit Muster. Was ist das denn für ein Stein? Das sitzt ganz fest. Sind ja überall Öffnungen. Keine Ahnung, was das ist. Den Baumstumpf selber noch. Mal gucken. Sehr gut. Da passt er nicht. Passt. Das war auch mein Plan. Perfekt. Und ich glaube, damit öffnen wir hier das Portal des ersten Baumes. So, ich hoffe, es waren bloß 4. Ja. Eine Tür. Das muss der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald.
Was ist das denn? Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Ich guck mal, was da alles drauf steht. Da gehe ich fast aus, dass ich die Zauber benutzen muss. Oh, das ist viel. Das ist der Brunnen, das ist die Raupe. Und das ist hier diese Bildtafel. Also raufgehen können wir, okay? Also irgendwie passt das nicht. Wie seltsam. Ich sehe nicht viel. Geh mal kurz weg, Jerry. Das müsste umgedreht werden, das eine. Vergiss es, das klappt doch nie. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Na, einmal machen wir noch. Das kann doch gar nicht funktionieren. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Was für ein stechender Geruch. Ach, das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Können wir es mit dem Pinsel wegstupsen? Da muss kein klebriger Sirup machen. Irgendwas übersehen. Nee, hier an dieser Stelle nicht. Ist alles okay. Wir müssen diesen Schlüssel da einfach rauskriegen. Aber wie? Und wir müssen das hier richtig anordnen. Nimm das hier einfach raus, die Tafel. Mal, was haben wir für Zauber? Also den Adlersuch nehme ich jetzt mal noch nicht. Felsflüstern wird nicht viel bringen. Runenwuchs. Fuchslist. Flumschmatten. Okay. Ha! Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Komm jetzt an den Schlüssel. Es geht. Ich habe den Schlüssel. Läuft doch gar nicht so schlecht. Mal schnell runter da, jawohl. Das klingt nicht gut. Alles ins Wasser. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Da kann man nicht mehr warten drin. Aber freilich schließen wir jetzt einfach die Tür auf. Und es öffnet sich ein Portal. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Ja. Der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Ja. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ah. Pass auf, Jerry. Der Fuchs. Er tut dir nichts. Was steht vor dir, Frosch? Oh. Plato, das ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Du bist süß. Kitsune, Plato. Wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam.
Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jack. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Da mal rein, da. Was jetzt die Aktion von Kitsune sollte, weiß ich zwar auch nicht, aber naja. Wo alles begann. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Gut. Können wir hier irgendwas mit der Münze machen? Es wird nichts angezeigt, okay. Aber gar nichts. Uiuiui. Ins Weiß. Kam ins Ungewisse. Weg ins Licht. Heller Pfad. Ich habe vor allem ein bisschen Muffe. Mag ein bisschen pessimistisch klingen, aber das werde ich als erstes nutzen. Hier lang? Könnte sein. Bin ich hier richtig? Das war's nicht. Vielleicht hier lang? Das war's auch. Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Jetzt haben wir noch ins Weiß und Weg ins Licht. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Ich schaff's wirklich nicht. Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Den letzten zu treffen, oder? Vielleicht hier lang? Oh Mann, ich hab das Gefühl, ich laufe im Kreis. Definitiv. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Jerry. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich auch nicht. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen. Sich aufzulösen. Zarow verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarow meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarows Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier. Er ist fort. Wieder allein. Ein Geräusch. Reinkommen. Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein. Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir.
gut, was wir mit dem Raben zu besprechen haben, erfahren wir dann im nächsten Part, Leute. Ich bin da selber gespannt und ich gehe mal davon aus, der nächste könnte tatsächlich schon der letzte sein. Letzte Part von diesem Spiel. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.